Mit dem Importwerkzeug können Sie lokal gespeicherte Daten, die nicht im TextGrid-Lab erstellt wurden, als TextGrid-Objekte im TextGrid-Repository speichern oder zuvor aus dem Repository exportierte Daten reimportieren. Wählen Sie zum Starten des Importwerkzeugs in der Menüleiste Datei Lokale Dateien importieren aus. Um das Importwerkzeug zu verwenden, muss eine Perspektive geöffnet sein. Über das Pull-Down-Menü können Sie ein beliebiges Projekt, in dem Sie als Editor Schreibrechte haben, als Zielprojekt auswählen. Wenn beim Öffnen des Importwerkzeugs ein Projekt im Navigator ausgewählt ist, wird dieses in der Importsicht als Zielprojekt vorausgewählt. Dateien, die Sie importieren wollen, können Sie mit Drag-and-Drop in die Importsicht ziehen oder über die Schaltfläche Hinzufügen im Assistenten auswählen. Durch Klicken der Schaltfläche Entfernen können Sie ausgewählte Dateien aus der Liste der zu importierenden Dateien entfernen. Im Metadateneditor müssen Sie vor dem Importieren die obligatorischen Metadaten ergänzen. Die Dateien können Sie in der Liste durch Klicken auswählen. Dabei werden vom Importwerkzeug bereits Vorschläge für den Objekttitel und den Datentyp unterbreitet. Die Vorschläge entsprechen den Dateiinformationen wie Name und Dateityp. Beim Reimportieren werden auch die Informationen aus der exportierten Metadatendatei übernommen. Durch Klicken der Schaltfläche Import werden die Daten vom lokalen Datenträger in das Zielprojekt importiert. Wenn Sie Daten beim Reimportieren als Revision existierender Objekte speichern wollen, wählen Sie das entsprechende Projekt mit der Ergänzung Neue Revision aus der Liste der möglichen Zielprojekte aus. Nachdem der Importvorgang abgeschlossen ist, können Sie die Importspezifikation wahlweise als TextGrid-Objekt oder als lokale Datei speichern, um Daten mit den gleichen Einstellungen und Dateinamen erneut im oder exportieren zu können. Zum vollständigen und korrekten Speichern der zu importierenden Daten ist die Speicherung dieser Spezifikation jedoch nicht notwendig.